Bist du homophob? Nein. Was ist deine Religion? Christentum. Ich bin Christ. Nachfolger Jesus, sag ich immer. Wie einige von euch vielleicht gesehen haben, Oliver Pocher hat zu mir eine Story gemacht, in der er mich ziemlich als homophob dargestellt hat. Er hat ziemlich einseitig über mich berichtet und ich finde es nicht ganz fair und ich möchte Stellung dazu nehmen. Wer nicht weiß, Oliver Pocher ist ein Komiker, ein Influencer und ein Schauspieler und er hat eine ziemlich große Reichweite. Er hat insgesamt 1,8 Millionen Abonnenten, weswegen es so wichtig ist, dass ich hierzu Stellung nehme. Okay, falls du das Video siehst, Oliver Pocher, ich möchte dir sagen, Jesus liebt dich, Gott liebt dich so sehr und ich liebe dich auch. Ich will dich im Himmel wiedersehen, aber der einzige Weg in den Himmel ist Jesus Christus, Johannes 14, 6. So, fangen wir doch gleich an. Oliver Pocher, du hast mich sehr einseitig dastehen lassen in meiner Story. Ich fange gleich mal damit an, dass Jesus liebt homosexuelle Menschen. Jesus liebt lesbische Menschen. Jesus liebt transgender Menschen und er liebt auch non-binäre Menschen. Auch wenn ich nicht glaube, dass es sowas wie non-binär gibt, denn entweder du hast ein XX oder ein XY-Chromosom. Das ist wissenschaftlich gesehen. Wenn ich heute sterben würde und man würde meine Leiche in 10.000 Jahren finden, dann hätte ich entweder ein XX oder ein XY-Chromosom. Ein XXY-Chromosom wäre ein genetischer Defekt. So funktioniert das nicht als Argument. Genau, da wir das geklärt haben, ich liebe Menschen. Ich liebe Jesus Christus. Ich liebe Jesus so sehr und somit liebe ich auch Menschen. Das Ding ist aber, dass Jesus macht klar, dass wir alle brauchen ein neues Herz. Wir alle müssen neu geboren werden. Das heißt, wenn du schwul geboren wurdest, musst du neu geboren werden. Wenn du hetero geboren wurdest, musst du auch neu geboren werden. Du musst von einem sündigen Lebensweg abkehren und du brauchst ein neues Herz. Und das gilt genauso für den Homosexuellen wie auch den Heterosexuellen. Da ist Gender oder Hautfarbe nicht entscheidend. Entscheidend ist, wir alle brauchen ein neues Herz. Trotzdem bin ich natürlich Christ und ich halte die Position, die ganz normale christliche Position und auch die wissenschaftlich-evolutionäre Position, wobei ich da nicht dran glaube, bezüglich dem Thema Homosexualität. Meine Position lässt sich auf meinem YouTube-Kanal und in der Bibel wiederfinden. In der Bibel kann man sehen in Römer 1, 26 und in 1. Korinther 6, 9 bis 10 ganz klar, was die Bibel zu dem Thema sagt. So glaube ich persönlich, dass Jesus liebt Homosexuelle, aber sie brauchen ein neues Herz. Sie müssen eine neue Kreatur werden in Jesus Christus, so wie wir alle. Auch. Da ist es Gott egal, ob es Pornografie, Masturbation, Lügen, Stehlen, Pädophilie, Sophilia, Mord ist. Wir alle brauchen ein neues Herz. Wir alle müssen transformiert werden durch die Kraft Gottes. Ich kann leider nicht näher auf dieses Thema hier auf TikTok eingehen. Deswegen check doch bitte meinen YouTube-Channel ab. Da gehe ich nah auf das Thema ein. Ich wollte nur Statement dazu nehmen. Genau, seid gesegnet. Halleluja. Zum Schluss möchte ich noch sagen, ich finde es ziemlich angemaßt, dass du einen 19-Jährigen so auf Instagram einseitig darstellst. Du hast alles rausgeschnitten bezüglich, dass Jesus den Sünder liebt, dass Jesus homosexuelle Menschen liebt. Du hast es so einseitig geschnitten und das ist nicht cool, Bro. Das ist wirklich nicht cool. Aber Gott segne dich. Wir sollen die segnen, die uns beleidigen, die uns verfluchen. Und so segne ich dich. Nicht, dass du mich beleidigt hast, aber das war nicht ganz fair gegenüber mir.